Einen wunderschönen guten Tag, liebe Boys and Girls. Ich begrüße euch zu einer weiteren Special-Folge von Barbecue Madness. Warum ist das eine Special-Folge? Erstmal hallo hier nach hinten, bin ganz schön aufgeregt. Ne? Moin. Flashman ist schon wieder am Winken, ist auch am Start. Leute, wenn ihr mal hier drunter guckt, also nicht hier bei mir unter der Desk hier, sondern bei uns unter das Video. Leute, ihr habt es möglich gemacht. Wir sind bei 6.000 Abonnenten. 6.000, weißt du, wie viel das ist, Freshman? Das sind 1.000 mehr als 5.000. Unglaublich geil, Freunde. Wir machen uns jetzt zur Feier des Tages direkt mal am Anfang ein Bierchen auf. Ich hoffe, ihr macht das Gleiche, denn wir haben es uns alle verdient. Nur durch euch machen wir das, was wir hier machen können. Das ist wurscht, aber ihr wisst, was ich meine. Mega cool. Vielen, vielen Dank. Ich habe hier auch schon vorbereitet. Ne? Wir zünden jetzt für euch direkt mal Feuerwerk, Freshman. Also Bierchen, Feuerwerk, go. Vielen Dank, Leute. Nochmal, wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Wir machen auf jeden Fall weiter. Schreibt uns auch gerne hier unten drunter, was ihr gerne sehen wollt. Denn wir machen heute eine Sache, die sich auch viele gewünscht haben von euch. Und zwar kümmern wir uns so ein bisschen um die Infrarot-Keramikzone und machen heute ein richtig geiles Dry-Aged. Haben wir T-Bone oder Porterhouse? Ich glaube, es ist T-Bone. T-Bone Steak auf der Keramikzone Moped Brenner. Nach dem Intro mehr. Willkommen zurück aus dem Intro, Leute. Das Intro gibt uns immer ein bisschen Zeit, uns hier zu sammeln. Haben wir aber auch dieses Mal nicht gemacht. Deswegen, ich mache hier nur mal ganz kurz sauber. Hier sind noch die ganzen Sprüh-Mopeds. Wir legen los und Leute, guckt euch das an. Ich habe es hier extra unter so einer goldenen, unter unserer goldenen Bernhard-Glosche gepackt. Schaut euch das Moped an. Oh ja. Ja, das sind schon mehr als 5 cm. Also geht als Porterhouse durch. Nochmal für euch, so als Info, ne, was ist der Unterschied zwischen einem T-Bone Steak und einem Porterhouse Steak? Der Freshman kann es euch bestimmt beantworten. Nein. Geil, war ein Versuch wert. Also der Unterschied ist der Filetanteil. Wir haben hier, ne, für die Licht. Ich meine, die meisten von euch kennen das eh. Falls ihr aber neu einschaltet oder euch ein bisschen mit Grillen beschäftigen wollt, einmal hier, ne, wir haben hier den Knochen in der Mitte, diesen T-Knochen, deswegen auch T-Bone. Wir haben hier an der Seite das Ribeye-Steak und hier an der Seite ist ein Stück vom Filet. So, man sagt jetzt beim Porterhouse-Steak, wenn der Filetanteil, also die Seite hier, der kleinere Teil, über 5 cm ist, ist es ein Porterhouse-Steak. Also einfach, Porterhouse-Steak ist einfach ein größeres T-Bone-Steak. Wie groß es dann wird, das steht in den Sternen, Leute. Da könnt ihr hier, weiß ich nicht, Mammut zerlegen. So, was haben wir jetzt hier für ein Stück, Freshman? Ich glaube, das ist Black Angus, ne? Ich glaube auch. Geil, ich habe diesmal echt nicht... echt nicht Anus gesagt, ne? Nee, diesmal nicht. Jetzt hast du es trotzdem einmal, gesagt. Krieg ich da für einmal Props? Okay, warte. Bravo! Super gemacht! Okay, und dieses Gerät werden wir jetzt ganz puristisch auf unserer Infrarot-Keramikzone machen. Hier, Freshman, komm mal ran auf 1,5 Meter. Hier ist der Infrarot-Keramikbrenner drin. Echo! Ganz schön. Da halt's. Im Karton. Viele von euch haben sich bzw. fragen uns, wie man das macht. Wir kriegen über Instagram auch viele Anfragen. Deswegen gehen wir das einmal gemeinsam an. Okay, bevor wir aber damit anfangen, müssen wir uns erstmal darüber unterhalten, was ist überhaupt Infrarot? Weil Infrarothitze ist natürlich was komplett anderes als Konvektionshitze. Konvektionshitze ist hier sowas. Ja, macht ihr hier an. Merkt er, ist warm, Hitze steigt auf. Ja. Das ist Konvektion, also das, was ihr dann auch in dem Umlufteffekt habt. Also quasi Backofen. Genau, Backofen oder wenn ihr hier die normalen Brenner anmacht, Flammen kommen hoch, Konvektionswitze. Wir machen heute viele Konvektionswitze. Freshman, du trägst doch bestimmt keine 36. Das ist halt diese normale Hitze, normales Feuer. So, das ist quasi... Ne, diese Schlieren gehen hoch, das seht ihr da drin und die Luft wird halt erwärmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Luft wird erwärmt.
bei dem Infrarot-Keramikbrenner ist das ein bisschen anders. Und zwar erwärmt sich beim Infrarot-Keramikbrenner nicht die Luft, sondern die Gegenstände, auf die sie trifft. Das ist also was anderes, Infrarothitze, als Konvektionshitze. Ihr könnt euch das, mein Lieblingsvergleich ist immer, wenn ihr im Skiurlaub seid. Und ihr steht auf der Piste, sind minus 10 Grad, ne? Also es ist wirklich bibberkalt. Ihr steckt hier in euren rosa irgendwie Snowboard-Shorts, ne? Irgendwie schicker Helm auf, trotzdem noch kalt. Trotzdem scheint die Sonne und ihr zieht euren Handschuh aus und oder merkt das auch im Gesicht, die Sonne ist krass warm. Also ihr habt draußen kalt, aber trotzdem minus 10 Grad ist die Sonne warm. Das ist Infrarothitze. Also hat nichts mit dem Wetter drumherum oder der Temperatur zu tun, erhitzt Gegenstände. So, das gleiche haben wir jetzt hier auf dem Infrarot-Keramikbrenner. Da muss man halt so ein klein bisschen anders vorgehen als bei der Konvektionshitze bzw. den normalen Edelstahlbrennern. Tastet euch, wenn ihr so einen Brenner neu habt oder so, oder immer sagt, ja, ich benutze den nicht so gerne, weil ja, da wird es immer so schwarz oder außen ist schon dunkel und innen drin ist immer noch roh oder keine Ahnung. Tastet euch langsam ran. Macht erstmal auf kleine Hitze, macht auf mittlere Hitze. Wichtig ist, dass ihr den Infrarot-Keramikbrenner vorheizen lasst. So circa ja, 6, 7 bis 10 Minuten sind cool. Wenn ihr zu lange vorheizt, habt ihr dieses Problem, dass sich die Gussroste, bei uns sind es Gussroste, ich habe hier auch Edelstahlroste mitgebracht, kommen wir ganz gleich einmal zu, dass die Roste, wenn die sich so krass aufheizen und ihr legt das Fleisch drauf, und die Streben sind sowas von knallenheiß, kriegt ihr halt diese komplett schwarzen Streifen. Und dazwischen, also da, wo die Roste nicht sind, ist es halt noch relativ hell. Weil auch die Keramikhitze, beziehungsweise nicht die Keramik, die Infrarothitze, braucht natürlich ein bisschen Zeit, um die Kruste zu bilden. Wenn ihr jetzt natürlich auch so richtig heiße Stäbe legt, sind die schwarz und bitter und das wollen wir nicht. So, nächste Frage. Benutze ich denn Gussroste? Oder benutze ich am besten Edelstahlroste, Freshman? Eigentlich egal. Gussrost ist natürlich, wenn die so heiß werden, kann dem Gussrost halt ein bisschen schaden. Ne? Also dann muss ich danach, glaube ich, wieder einbrennen, so wie ich es verstanden habe. Ne? Nein. Also, wir haben zwei komplett verschiedene Materialien. Gussroste sind halt mega geil, sind halt richtig klassisch. Ich gucke gerade, ob ich hier welche habe, aber nicht. Wir haben halt diese eine flache Seite, also du kannst die halt wenden, du hast die flache Seite, für so, wo du mit dem Schieber gut runterkommen musst, und du hast diese richtig schöne spitze Seite, damit wir diese Brandings machen können. Das Material heizt sich richtig gleichmäßig auf, ist ein super Wärmespeicherer und man muss natürlich auch sagen, das Material ist weitaus günstiger als Edelstahl und es ist schwarz, also man sieht den Dreck nicht so. Edelstahl hingegen ist natürlich ein weitaus teureres Material an sich. Und damit die Wärmespeicherung halt wirklich so ist wie beim Gussrost, brauchen wir hier, wie bei unseren Edelstahlrosten auch, so bestimmt gute 3 bis 5, manche haben 6, manche haben 7 mm, damit einfach die Masse da ist, dass sich das aufheizt. Nachteil davon ist, die sehen halt nur einmal so schön aus, ne? Also Edelstahl verfärbt sich. Wenn euch das nicht stört und ihr aber keinen Bock auf Patina brennt ab von der Infrarothitze oder ich muss den pflegen oder Flugrost das oder habt oder ich will einfach meinen Rost mal in die Spülmaschine packen, nehmt euch gerne Edelstahl. Ich persönlich zu Hause mache das so, ich habe ein Edelstahlrost über meinem Keramikbrenner liegen. Wir machen es heute aber trotzdem mal auf Gusseisen, weil das sind, so liefern wir sie ja auch aus. Hat ja auch seinen Sinn und Zweck, warum wir das so machen, zeige ich euch hier. Okay, jetzt habe ich wieder sehr viel gelabert, aber Freshman, diesmal glaube ich gerichtet. Ich hab nicht so krass geschwafelt, oder? Also, es ist schon lang, aber diesmal nicht so krass ausgeschweift. Okay. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Schwafelfaktor, Freshman-Schwafelfaktor zwischen 1 und 10? Eine 4. Eine 4, oh, das ist gut. Das für deine Verhältnisse ist das fast eine 1. Das genau. Toppi Galoppi. Okay, deswegen, Freshman, kommen wir jetzt ran. Machen wir hier den Infrarotbrenner einmal an. Ne? Also hier drücken, immer so, hörst du das? Geh mal, ja. Ran, geh mal ran mit dem Ding. Hört man das? Das müsste man hören, ja. Sonst musst du einblenden. Also man hört hier das Gas ausströmen, wenn ich drücke. Und ich halte das für so 3-4 Sekunden und lass erstmal Gas in den Infrarot-Keramikbrenner kommen, weil unten drunter ist eine Wanne. Ne? Dann wird das gezündet und das geht halt auf diese 100- oder 1000-fach perforierten Keramikstein.
da wird das gebündelt, der fängt an zu heizen, bla bla bla. Genau das gleiche, was ihr aus eurem Oberhitzegrill auch kennt. Okay, so, also kurz halten, so bis 3 oder 4 zählen. Zünden, kleiner Test. Jo, wird direkt schon heiß. Noch eine kleine Info, wir kriegen manchmal so ein paar Nachrichten, dass der Infrarot-Keramikbrenner nicht funktionieren würde, weil er glüht ja nicht orange. Dieses orange Glühen seht ihr erstens nur, wenn er länger vorgeheizt ist und zweitens nur, wenn es dunkel ist. Also wenn Sonnenstrahlen oder so drauf gehen, seht ihr nicht. Wir können das ja gleich nochmal probieren zu zeigen. Okay, wir machen kurz Werbung und sehen uns dann gleich beim Steak. Na, kennst du das auch? Deine sensiblen Hände und arschheißen Töpfe passen einfach nicht zusammen? Hey, Kopf hoch! Probier doch unsere neuen Aramid-Grillhandschuhe von Bernhard. Nice, oder? Ab jetzt nur noch Safety First. Alright, haben wir was Neues ausprobiert. Ja, kleine Werbung zwischengeschaltet. Wir haben ja gesagt, wir machen hier erstmal keine Werbung vor und danach. Dafür machen wir unsere eigene. Aber demnächst mehr. Okay, kümmern wir uns jetzt hier um das schöne Porterhaus. Das erste, was wir machen müssen, ist das Ding erstmal trocken machen. Ah ja, klasse, guck mal, stand in der Pfütze, siehst du? Super. Wir hatten das schon mal in dem Pfannenvideo, ich blende das hier oben ein. Und da hatten wir kurz erwähnt, was passiert, wenn Hitze an Fleisch oder euer Lebensmittel kommen. Und wenn die halt sehr feucht sind oder viel Flüssigkeit enthalten, wird erstmal die komplette Energie dafür benutzt, um diese Flüssigkeit zu verdampfen. Immer wenn ihr Steak macht, packt das mal hier auf unser tolles Akazienholzbrett der Firma. Also von beiden Seiten gut trocken machen. Zu wenig Flüssigkeit auf dem Fleisch ist wie möglich. Auch noch eine gute Frage, Freshman. Gut, dass du gerade gefragt hast. Gerne. Was ist mit dem Keramikbrenner? Ist das schlimm, wenn da Sachen reintropfen und überhaupt, ne? Und Salz, das kann ich aber beantworten. Ja, Es ist so heiß, da kommt wahrscheinlich gar nicht bei unten was an. Und wenn es ankommt, verbrennt es sofort. Und dann gibt es noch einen Effekt, den ich jetzt nicht namentlich nennen kann. Mhm. Dieses Selbstreinigende, dass der durch die Hitze sich selber reinigt. Pyrolyse. Genau, ich kenne das nur von Abgasanlagen. Ich dachte, jetzt kommt wieder Karamell oder so. Deglasieren. Falls er den Gag vom Freshman nicht gesehen hat, blende ich hier oben das Video auch nochmal ein. Das war sehr, sehr lustig. Wir sagen halt auch in unseren Gebrauchsanweisungen oder so, ist halt cool, wenn da nichts runtertropft an Flüssigkeit, also nichts krass mariniertes. Salz ist halt nicht so gut für den Keramikstein und Säure ist halt nicht so gut für den Keramikstein. Ne? Ist jetzt auch nicht so, dass er komplett zerberstet direkt, aber so auf lange Sicht gesehen. Allerdings, Freunde, wenn der Keramikbrenner an ist und das Moped macht halt so zwischen 800 und 900 Grad, ne? Ist das relativ wurscht, was darunter tropft, wenn er in Gebrauch ist. Ne? Also wenn das Ding auf voller Fahrt ist, alles, was darunter tropft, verpüfft eh. Ist egal. Problem ist es eher nur, wenn er aus ist und Sachen tropfen drauf, weil dann halt die Poren in dem Stein verstopfen können. Okay, das als kleiner Zwischenwink. Der Freshman ist nämlich die ganze Zeit so, immer so hier Obacht, ne? Wir müssen auf die Zeit achten. Genau. Deswegen, Fleisch ist relativ trocken jetzt. Oh ja, guck mal, wenn es schon dran klebt, ist es auf jeden Fall trocken. So, auch wieder die besten Tücher gekauft hier. Genug rumgefummelt. Jetzt machen wir es ganz easy, ganz plain. Wir machen nur ein bisschen Öl drauf. Warum machen wir Öl drauf? Öl brät. Ach so. So ein klein bisschen Öl drauf und verschmier das einfach so ein ganz dünner Film, weil halt einfach Öl brät, ne, wird halt gleichmäßiger. So. Hat das auch was damit zu tun, dass es vielleicht nicht so am Rost festpappt? Nee, das ist eine andere Sache. Wenn es bei euch am Rost festpappt, Leute, einfach liegen lassen. Das ist genauso wie mit eurer Edelstahlpfanne oder wird euch hier mit den Edelstahlrosten genauso passieren. Legt das Fleisch drauf und lasst erstmal Kruste bilden. Sobald die Kruste da ist, löst sich das Fleisch von alleine. Also ihr müsst dann nicht irgendwie vorher plötzlich, ah scheiße, und dann zieht er das und es zerreißt alles und ihr seid frustriert und das arme Fleisch ist doppelt tot. Ist halt nicht so schön, deswegen lasst es einfach liegen. Gebt dem Moment, bis sich Kruste gebildet hat, dann könnt ihr das ganz easy wenden bzw. drehen. Das bisschen Öl hilft natürlich. Wir sehen ja, hier ist viel Fett drauf. Wie gesagt, ihr müsst es nicht machen. Ich habe das irgendwie, ist so ein Tick. Ich mache das irgendwie immer. Einfach hier, auch hier wieder, Leute, hoch erhitzbares Öl. Ne? 700, 800 Grad. Kommt wahrscheinlich nicht komplett ans Fleisch an, aber ist auf jeden Fall sehr heiß. Deshalb wirklich nur so ein Müh. So. Dann gehe ich hier nur in die Ecken, die vielleicht so ein bisschen weniger Fett durchzogen sind, weil die können dann
sind manchmal dann so ein bisschen, ja, wie sagt man, nicht gehandicapt, aber die sind dann halt nicht so schön knusprig. Wie sagst du immer, in allen Ecken soll Liebe drin stecken, genau. Deswegen auch hier wirklich nur so ein Schuss, schön verteilen. Leute, so. Und das ist es auch, salzen. Wenn ihr wissen wollt, warum wir jetzt nicht vorher gesalzen haben oder wann man salzen sollte, blende ich hier auch nochmal das Gusseisen-Video ein. Da erkläre ich schon relativ ausschweifend. Kann man genau so sagen, ja. Voll am Kaputtladen. Relativ ausschweifend, aber informativ, was es mit dem Salzen auf sich hat. Okay, das ist es auch schon. Salzen tun wir nachher, wenn die schöne Kruste drauf ist. Ich werde dann nachher auch so ein bisschen hier noch mit Aromaten spielen. Dann sind wir soweit fertig und sehen uns an der Keramikzone. Nicer Übergang, wir sind direkt am Grill und hier ist eine Sache, die will ich euch direkt mal zeigen. Freshman, komm mal hier ran auf das Tacho-Moped. Ne? Zeigt jetzt hier so nicht mal 150 Grad an. So, jetzt fragen viele Leute, ja, aber warum? Ihr sagt ja, die Infrarot-Keramikzone macht ca. 800 Grad. Ist genau das, was ich euch vorhin erklärt habe. Konvektionshitze. Also wo die Luft erhitzt wird und die Luft hier oben, ne, wir haben ja hier einfach so ein, hier, das nimmt ja einfach nur die heiße Luft wahr, ist halt was anderes als Infrarothitze. Also ihr werdet die Hitze vom Infrarotbrenner, die der leistet, hier oben an diesem konvektionellen Thermometer nie sehen. Wenn ihr die messen wollt, müsst ihr euch so ein nices Laserthermometer holen, so ein Laserpointer. Guck mal, jetzt sieht man gerade sogar, dass es orange ist. Ne, wenn ich hier so einen Deckel ein bisschen zumache, sieht man es orange. Wenn ich jetzt komplett aus der Sonne, in die Sonne, ja. Ja, erkennt man es. Nicht so richtig, sobald du in, ja, sobald ne? du Schatten sobald wirfst. Schatten ja. Genau. Okay, wir haben jetzt hier, das ist auch eine wichtige Sache, ich habe jetzt hier nicht volle Möhre aufgeheizt, ne? Weil ich genau nicht möchte, dass die Stäbe hier, die Roste so krass heiß sind, dass mir das Fleisch direkt da, wo es aufliegt, verbrennt. Und man muss dazu sagen, du hast es angemacht und danach halt nochmal wieder 25 Minuten gelabert. Das stimmt. Deswegen ist es hier auch so auf Low bis Mittel. Tastet euch da dran. Lieber ein bisschen weniger anfangen und dann nochmal ein kleines bisschen hochdrehen und wenden, als einmal schwarz. Weil das kriegt man nicht mehr weg. Außer ihr wollt mit dem Taschenmesser mit so V-Schnitten die Dinger wieder rausfummeln. Das ist aber nicht so cool. Okay, und jetzt ist es mega simpel. Nehmen wir hier die Zange. Zack. Und wir sehen ja hier diesen dicken Knochen, Freshman, ne? Ja. So. Wir machen übrigens nächstens auch, können wir schon mal so ein bisschen anteasern, so ein echtes florentinisches Bistecca Fiorentina. Und auch da ist es so, dass wir erstmal das Steak so draufstellen. Warum machen wir das, Freshman? Damit der Knochen sich erwärmt, dass wir auch Innenhitze haben. Sehr gut. Freshman Points gehen heute an den Freshman. Das war geraten. Ja, aber ist gut. Genau. Also der Knochen wird ja auch heiß. Natürlich wird der, überträgt der nicht so komplett die Ist-Temperatur nach drin. Also die 600 Grad gingen jetzt nicht nach drin. Aber der Knochen erhitzt sich und gibt halt die Hitze hier rein weiter. Ne? Das heißt, wir gucken dann halt, dass das hier innen drin von der Seite vom Knochen aus auch so ein bisschen gart. Freshman, während ich hier drehe und wende, kannst du einfach mal so einen kleinen Foodporn reinschieben. Ne? Weil was für eine Musik möchtest du haben? Hast du einen bestimmten Wunsch oder wähle ich aus? Überrasch uns alle, Freshman. Mach ich. Überrasch uns. Guckt euch das an. Hammer, obergeil. Okay, wie bei allem Guten müssen wir noch ein klein bisschen warten. Wir lassen das jetzt erstmal die Säfte sich wieder setzen. Die Muskelfasern sind durch die Hitze angespannt.
lasst die ein bisschen stehen, lasst die liegen. Es entspannt sich einfach. Die ganzen Säfte können sich wieder gut verteilen. Wir haben viel intramuskuläres Fett hier drin. Das heißt, ich glaube, das wird richtig geil saftig innen drin. Unabgedeckt, ne? Nicht abdecken oder so, sondern einfach hier stehen lassen. Es wird immer noch gut lauwarm innen drin sein. Deswegen nehmt euch die Zeit, es lohnt sich. Okay, wir könnten das jetzt einfach umklappen, hier irgendwie Filet und das Ribeye rausschneiden, aufschneiden, salzen etc. Könnt ihr natürlich machen, mega gut. Ich zeige euch mal, wie ich ganz persönlich gerne so ein Dry-Aged Steak esse. Und zwar, bevor ich es aufschneide, nehme ich mir einfach so eine Knoblauchzehe. Einfach so wie beim Bruschetta, Leute. Einmal ein bisschen halbieren, dann geht er hier einmal so ganz grob drüber. Zumindest mache ich das ab und zu so. Kommt halt mit dem Nussigen vom Dry Age ziemlich geil. Und es ist halt nur hauchdünn, beziehungsweise ganz fein, weil wir haben ja so ein dickes Stück Fleisch und nur ganz oben die Oberfläche benetzt mit Knoblauch. Gut, dann schneiden wir es mal an. Also, guck mal hier schön Freshman. Bei Dry Age immer schön Medium Rare oder fast noch ein bisschen drunter. Schmeckt uns persönlich sehr gut. Ihr könnt natürlich, ihr seid die Architekten eures Gargrats, ne, könnt natürlich auch Medium machen. Well done ist verboten, Leute, ganz wichtig, ne, Regel Nummer 1. Und wir schneiden hier einfach mal auf. Und da auch wichtig, immer entgegengesetzt der Faser. Ne? Das heißt, die Fasern laufen hier so rum, sieht man. Ne? Ich schneide es mal so ein klein bisschen dicker. Sind wir noch beim Filet, genau das gleiche. Fasern siehst du hier auch ganz schön, gehen in die Richtung. Ne? Mhm. Das heißt, wir setzen hier an, entgegengesetzt der Faser. Oh Leute, es riecht unglaublich gut. Riecht echt super lecker. Okay, also Filetanteil, Ribeye-Anteil. Und das Letzte, was jetzt noch kommt, ist natürlich so ein bisschen Öl. Ganz klein bisschen Öl. Ich habe hier einfach Rosmarin und den Rest vom Knoblauch eben da reingeschmissen. Und natürlich, Leute, gutes Salz. Nehmt da jetzt nicht irgendwie dieses Rieselsalz mit Rieselhilfen vom hier einschlägigen Discounter-Supermarkt. Okay, gut Salz drüber gefrieselt. Pfeffer, wenn ihr mögt. Auch da seid ihr die Architekten eures Steaks. Wir machen es ohne Pfeffer. Aber ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, frischen Pfeffer drüber streuseln. Auch da bitte kein fertig gerieseltes Produkt verwenden, sondern frischen Pfeffer. Und dann würde ich sagen, Freshman, willst du von da probieren heute? Oder willst du rumkommen? Mir egal, was will ich lieber? Ja, dann bleib da. Okay, dann bleibe ich da. Okay, fang du mal an. Ich zeig das hier nochmal. Hm. Gut, Freunde, wir sind jetzt am Probieren. Ne? Nicht vergessen, ich hole heute mal das Glöckchen selber. Ja. Agil wie eh und je. Bleibt dran, lasst einen Daumen oben da, schreibt uns gerne in die Kommentare, falls ihr noch irgendwas zur Keramikzone oder so wissen wollt. Dann ganz wichtig hier, Glocke an, ne, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Freshman und ich sagen schon mal Tschüss und wir ziehen uns jetzt aber noch kurz was rein zum Probieren. Das machen wir. Bis nächste Woche. Okay, Freshman, hier, guck mal. Wollen wir uns mal was gönnen hier? Ich nehme erstmal hier so ein Stück Filet. Warte, jetzt nehme ich auch. Komm, ich fange auch mit Filet an. Das ist richtig an. Tight. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe.